Ja Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück bei Let's Play World of Warcraft und irgendwie schaffe ich es immer am Anfang, den Lack herbeizuzaubern. So, damit dürfte aber ein Schlüssel sein. Ja, mehr oder weniger. Ja, also herzlich willkommen liebe Zuschauer, liebe Abonnenten bei Let's Play World of Warcraft Folge Nummer 4. Und wir erinnern uns, in der letzten Folge haben wir die Quest die Ketten durchbrechen angenommen und das werden wir jetzt auch einfach mal tun. Aber wir haben hier noch mehrere Questgeber. Ja, das fühle ich mich. So, schauen wir mal. Jawohl. Vollidiot. Kurz schauen hier. Ich denke mal, wir machen das erstmal hier oben. Weil Zalek nicht bald aufhört, kriege ich so einen dermaßen Anfall, ey, da knallt euch, Gott, ey. Scheiß Raps hier. So. Ah, Moment, das muss ich mal kurz fixen. Nun gut. Next Versuch. Ja, wir sollen hier... Ach genau, diese Vorratskisten... endlich wegnehmen. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Wunderbar. Na, kommt mal her. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ja, bleib zurück. Wunderbar. Kann ich noch nicht hören. Und weiter geht's. Zack, bam. Zack, bam. Ja, haut ab hier. Wunderbar. Kann mir mal einer verraten, wo der Scheiß leckt? Das geht mir ja übelst auf die Kisser. Nun, weiter geht's. Ich brauche ein Ziel. Nun, komm mal her. Ich muss zuerst etwas machen. Ey Junge, ich tu dir was. Ja, und hier meine ich jetzt schon, da geht das jetzt ja schon los mit diesem Scheiß, Mann. Flüsternachricht erhalten. Nee, stell dir vor. Meine Fresse. Hätten wir das schon mal erledigt. Schauen wir mal kurz hier. Wir uns jetzt noch im Akt 2. Ja, ja. Ach Junge. Ja, komm her und dreht sich dreimal. Ja, fast. Menschenskind. Das sind alle solche Viecher. Und weg ist er. So, was muss ich jetzt hier machen? Töten. Wer hätte es gedacht? So. 2, 4, fertig. 1, 2, 3, 4 und fertig. Weg ist er. Naja, du... ja... schicke Spiel Blubber, wa? Ah, jetzt müssten sie alle bloß noch das schöne Gift in sich haben, was ich brauche. Da wäre das aber alles easy, ja. Ich diese Tutorials ankratzen. Ja. Verfehlt.
Jetzt aber. So. Weg ist er. 3 von 5. Und jetzt kommt der nächste. Ja, spielt er wieder Plubber. Level 6. Ja, da kommen wir eigentlich ganz gut voran. Das ist so. 4 und Nummer 5, wenn er sie überhaupt wird. Nein, warum sollte es er auch sein? So. Ja, und er spielt mal wieder Blubber. Ja. Wunderbar, Quest erfüllt. Ja, das Gelacke geht mir trotzdem teilweise noch am Sack. Also liegt auf jeden Fall nicht an meinem PC. Habe ich ja schon öfters mal... sagen wir mal gesagt. Ich will das aber, ich will das auch mindestens gut haben. Da merkt man erstmal, wie schlecht WoW manchmal aussehen kann. Ja, deswegen lag's trotzdem. Ich krieg aber schon heilt, krieg ich da. Ja, so schön sieht WoW nämlich in seiner Glanzkultur aus. Leider ist das mit Fraps nicht vereinnahmbar. Bin mir dazu gerade nicht so sicher, wir versuchen jetzt einfach mal alles auf Ultra. Weil normalerweise schafft es ja mein Rechner. Also ohne Fraps schafft es der Rechner auf jeden Fall. Wer ihr sein denn? Alles klar. So, abgegeben und Level 9 Quest angenommen. Hat jemand den Arzt gerufen? Natürlich. Ich hab das, bitteschön. So, erhaltet 6 Proben in den Jahren, die dort. Einser. Oh, hier hat jeder eine Quest für uns. Was ihr wolle. Zerstört 3 Angriffspläne, machen wir. Haltet euch vom Buchloch fern. Oder hat hier noch einer? Ja. So, haben wir noch ein bisschen mehr Auswahl. Nö, nee, auf Ultra lässt sich's leider nicht spielen. Machen wir dieses Texturfilter aus. Oder so ein Hals hab ich. Ja, aber euch nur das ganze Let's Play überzeugen von mir, dass der scheiß Gelumpe hier lackt. Bringt ja auch nix. Ach ja, alles klar, so war das. Nun gut, hat leider nicht so ganz geklappt, wie ich das will. Sorg vergiften. Du sollst vergiften werden. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Ja. Ja. Ja, Odem steht doch schon. Ja, 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 jetzt frage ich aber immer. So wunderbar. Was abstellt sie ins von 6? Na 1. Ah. Kann
von 6. Haben wir immerhin schon 120 HP? Von 6, so, und der Rest geht hier durch. Also die Hälfte haben wir ja schon mal. Ja, Totem. 4 von 6, wunderbar. Der Rest klärt sich schon alleine. Die überhaupt was ordentliches bei sich. Wenn das mal nicht ordentlich ist. So. Und weiter geht's. So, man muss nicht allzu weiter stellen. 5 von 6 und der letzte Schlag kommt durch Mondfeuer. Jetzt wirkt Flo, ja genau, wirkt bitte keinen vergiften. 6 von 6, wunderbar. Ja, wunderschön. Wo muss es da hingehen? Hier rum, Gottes Willen. Ich könnte mir zwar denken, warum die Frame-Einbrüche jedes Mal kommen, jedes Mal wenn Raps schneiden tut, damit das halt ein bisschen anspruchsvoll ist. Aber Raps hat ja so die die Nötigkeit, bei manchen alle 2-3 Minuten zu schneiden, obwohl man alle 40 Sekunden, so ist es nämlich heutzutage ohne mehr. Weil, sag ich mal, scheißegal, ob sich das irgendwie auf die Performance auswirkt, Hauptsache es wird so minimal geschnitten, wie es geschnitten wird. Dabei wird das schon alles auf eine andere Festplatte gespeichert, damit das erst gar nicht mit WoW in Berührung kommt. Ja, könnte ich mich da aufregen. Immer so eine Scheiße. Aber ich denke mal, jetzt haben wir es. Hoffentlich. Soll ich jetzt hier machen? Soll ich diese verschissenen? Naja gut, wenn es nichts weiter ist, komm mal her. Versuche ich mal meine eigenen Allianz-Leute zu ziehen. Das freut mich. Ja, Abstand halten, Digga. Und komm, jetzt rissen noch mal richtig eins auf die Fresse. Wunderschön. Greifen die 14 Milliarden? Nö. Gut, denn ist das erstmal relativ, finde ich schön. Ja, ja, sitzen ganz da auf ihren Arsch und machen lässt. Na komm her! Hier wird doch deine Blechrüstung nicht aushalten. Ist doch von Aldi. Ja, komm, wo ist der nächste, der nicht lucky ist? Na, ja, guck mal an. Aha. Aber ein Plan, wie sie uns auslöschen wollten. Scheiß, da die Leiche gesehen. Yes, aber genau. Knie nieder. Ich denke mal, die haben Kohle bei sich, oder? Drecksjäger. Können sie anhand der nie so leiden, ey, diese Scheißfall. Ja, teleportiert dich zu mir, das wird ja auch nicht weiter. Alter. Na, lauft ihr mal weiter, während ich eure Aufseher töte. Ganz easy. Ich bin ein netter Mensch. Weiter. Ja, komm schon. Ja, ja, da wird eine Falle hingelegt. Den erstmal da irgendwie weglocken. Ne, warum auch?
freigeladen. Was haben denn die Dinger heutzutage von Reichweite? Und der nächste bitte, der nächste. Ja, die Allianz kann springen, wenn sie immer so kämpfen könnte. Brennstoff, gut. Wer es braucht. Acht von zwölf. Der nächste, der jetzt sterben mag. Warum hast du denn kein Ziel? Reicht das hier nicht? Komm schön bei der Mittagspause, bam, voll auf die Fresse. Ja, wird das ein Drecksander. Ja, genau, leg erstmal eine Falle. Leg eine Falle, back dir ein Bier. Hey, guten Morgen, aufstehen, die Horde ist da. Ich weiß, es gefällt dir nicht, aber es muss sein. Ja. Ah, guck mal an, noch ein Plan. Sehr schön, hätten wir erstmal die kleinen Pisse ausgelöscht. Irgendwo habe ich ja noch so einen Spinner gesehen. Komm, jetzt verreckt doch endlich. Weißt du was? Ja, hast mich wieder mit deiner Feuerfalle reingelegt. Pass auf, der springt jetzt wieder. Ja, hast du richtig gut gemacht. Pass mal auf, Alter, ich kann nämlich ohne Enrage gehen. Ja, schöner Leck. So, wunderbar, hätten wir das. Nee, Moment, ich muss hier noch einen anderen Plan verbrennen. Ich denke mal, der war dann wohl hier hinten. Ach ja, komm her. Junge, schneller! Genau, wunderbar. Kampf noch pünktlich zu deinem Tod. Ja, genau hier. Ach ja, Bergbau. Ich weiß gar nicht, als Druide. Was ist denn als Druide, kleiner Mann, gut gewesen? Alchemie und Lederverarbeitung. Wenn es das heute immer noch so ist. Ja, ich glaube Alchemie auf jeden Fall. Na, Alchemie und Kräuterkunde, das muss ich ja irgendwo mal hergeben. Oh, Junge, Junge. Nicht nur der Leck war jetzt gerade, Junge. Junge, kannst du denn mal Abstand halten? Ist ja übelst. Was interessiert denn mich deine Bedrohung? Ja, komm, 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 genau. Bleib in der Ferne, du Scheißhander. Hast jetzt wieder eine Feuerfalle gelegt. Ich finde das süß. Ja, denkst du, ich renn da rein. So, und der letzte Plan verbrannt. Mokroma angreifen. Na, hallo? Na, lädt das nimmt nicht. Ach, ja. So, ich gönne mir während des Let's Plays und während des Lackes mal einen Schluck Wasser. Wasser beruhigt ja die Seele. Ah ja, voll Idiot hinterher. Na, scheiße. Jetzt habe ich wegen dir meine Kappe verloren. Ah ne, hier, wunderbar. Scheiß Allianz, du. Hm. Jo. Genau. Laufen zwei Schwuchteln hinter einen und glauben, einen sie können treffen. Der hat jetzt weder Sinn noch Witz, aber Hauptsache ich habe was gesagt. Ironie, Mensch. So, das hin und her getratscht geht mir so auf den Sack. Der Lack geht mir gerade mal über das Übelst auf den Sack. Oh, ich rieche mich nicht mal über das Spiel auf, ich rieche mich eigentlich nur noch über den Lack auf. Naja, wie lange wollt ihr mich jetzt noch verfolgen? Ja, jetzt kommen die großen Stadtwachen. Die tun euch weh. Lalalala. So, guten Tag, hallo. Ja, ich habe das alles schön gemacht. Und so, jetzt kriege ich hier...
Hopp. Das bringt 7, das bringt 11. Später. Jo. Später werden wir alle sterben. Ja, natürlich. Bitteschön, Level up. Stufe 7, wir haben jetzt... Ah, das ist auch ganz nice. Eigentlich alles so, easy, dankeschön. Jo, 2,5 mehr Schaden, das ist immer was. So, was haben wir jetzt? Sprecht mit den Räuber. Yes, um nach Klingenhügel zu gelangen. Sprecht mit Vaskarok, sobald ihr angekommen seid. Jawohl, ich brauche jetzt eigentlich bloß noch meine Lehrerin. Die wäre die hier. Oder was ist denn das? Kräuter. Kunde lehren. Naja, gut. Ich bin ruhig. Lernen wir einfach mal Kräuterkunde, weil es gerade mal passt. Und tschüss. Easy. Und hab ich eigentlich Post? Naja, warum auch? Ah ja, top. Sprecht mit Räuber Yesh. Ja, ich würde gerade sagen, ich werde da jetzt wohl ganz schlecht hinlatschen. Servus, ich möchte dorthin reiten. Dankeschön. Sag doch, es hat Style. So, genießt die schöne Landschaft, wenn es nicht gerade lecken tut. Was ist das für ein Geruch? Oh, böser Hund. Ja. Dumme Sprüche zwischendrin müssen immer sein. Hier drüben haben wir... Was war denn das damals? Insel Scheiß-Dings da, oder mal? Ja, kann sein. Auf jeden Fall war das damals so eine Allianz. Festung, Rüstung. Sieht aber halt ziemlich kaputt aus. Wie eigentlich fast alles nach dem Kataklysmus. Klingenhügel. Okay, jetzt sind wir erstmal in Klingenhügel angelangt, denn jetzt sprechen wir erstmal mit den obersten Neubling hier. Wir sprechen dann auch mit der Anti-Lack-Devise. Oh, das ist doch assi. So. Ja, ich bin angekommen. Genau, wir machen an dieser Stelle erstmal einen kleinen Schnitt und sehen uns dann in Let's Play World of Warcraft Folge Nummer 5 wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sag schon mal tschüss und jetzt muss erstmal versucht werden, mit dieser massiven Fame-Einbrüche weggehen. Bis dann, haut rein!